Herzlich willkommen auf dem Messestand der Quality Engineering auf der Control. Neben mir steht der Vorstand von Gardis Solutions, Andreas Kirsch. Guten Tag. Mit welchen Produkten sind Sie auf die Messe gekommen? Ja, im Wesentlichen mit drei Produkten. Das eine ist, dass wir unser System, unser Gardus MES-System, was wir heute mittlerweile über 1000 Bildschirmmasken hat, gesagt haben, na gut, das sind sehr, sehr viele Funktionen dahinter, dass wir die mehr an die Prozesse der Kunde herantragen. Dazu haben wir die sogenannten interaktiven Prozessbilder geschaffen. Das heißt, der Kunde kann seine Prozessabläufe, die er in der Regel als Bild hat, mit unseren Funktionen direkt mappen. Ein zweites wichtiges Thema, was wir gemacht haben, ist die Mobile Apps. Da geht es darum, kleine anwendungsorientierte Anwendungen, also sogenannte Applications zu machen für Smartphones und Tablets, die wir den Kunden zur Verfügung stellen und anbieten, damit wir denen ihren täglichen Job, sage ich mal, ein bisschen leichter machen und in dem Zusammenhang die Mobilität auch fördern. Das heißt also, ich kann jederzeit Daten, egal wo ich ja bin, mit meinem Smartphone direkt einsehen zum Beispiel. An welche Anwender richten sich diese Lösungen? Ja, wir sind hauptsächlich im Bereich der Automobilzulieferer-Thema, dann Luft- und Raumfahrt und medizinische Geräte, aber auch Rollenfertiger. Wichtig vielleicht, diskrete Fertigung, das Hauptthema im MES. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, wir haben international ausgerichtet das Produkt in 18 Sprachen verfügbar. Das kommt daher, dass viele Unternehmen international ausrollen, dieses Produkt. Und die größten Installationen sind wir mittlerweile mit 2.500 Usern auf einem Server. Welche technischen und auch wirtschaftlichen Entwicklungen erwarten Sie in Ihrem Umfeld in den nächsten Monaten und, sagen wir mal, 2-3 Jahren? Ja, ein wichtiges Thema, was auf jeden Fall das MES bewegt, das ist das Thema Industrie 4.0. Und da insbesondere die Integration auch zur Automatisierungsebene und dass, ich sag mal, das Thema Mobility und Mobile Computing noch massiv zunehmen wird. Das wird auf jeden Fall ein Megatrend werden in dem Bereich. Und da freuen wir uns natürlich drüber, weil damit ein MES-System noch viel mehr Integrationspartner bekommen wird, mit denen es sich intelligent unterhalten kann. Dazu muss aber auch noch die Standardisierung sich weiter vorantreiben. Genau, Sie sprechen es an, Ihr Unternehmen engagiert sich ja sehr international für die Standardisierung von MES. Können Sie uns hier genauere Einblicke geben? Ja, ich leite einerseits den DIN-Arbeitskreis MES hier in Deutschland. Ich bin aber auch der Leiter der internationalen Arbeitsgruppe, also im ISO-Bereich, für das Thema Manufacturing Operation Management. Dort entstehen zum Beispiel ISO-Normen, ein Beispiel die ISO 22400, wo das erste Mal Qualitäts- und Produktionskennzahlen international überhaupt mal standardisiert wurden. Das hat vorher noch nie gegeben und es gibt auch viele Softwarehersteller, die mittlerweile sich an diesen ISO-Normen anlehnen und versuchen, diese auch in ihre Software einzubauen. Wir selber haben das gemacht im Rahmen unserer Kunden, das ich jetzt auch leite. Es geht darum, dass man versucht, soweit es auch geht, im Normungsbereich grundlegende Dinge zu standardisieren, weil sonst wird ja auch das ein bisschen schwer mit Standardsoftware, wenn solche Dinge nicht wie Kennzahlen nicht mal irgendwann mal standardisiert wurden. Das ist aber nur ein Beispiel aus dem Thema Manufacturing Operation Management. Vielen Dank für die Einblicke und dann danke ich Ihnen auch fürs gesamte Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe.